Wir begrüßen Sie herzlich aus München. Hier ist der Experten-Talk von onex2.com für den Samstag. Wir haben Donnerstag aufgezeichnet. Seien Sie uns bitte nicht böse, wenn wir die allerletzten Informationen nicht zur Hand haben, wie Nichtstarter, Reiterwechsel, Fahrerwechsel. Das sind die Informationen Stand Donnerstag. Ein endgültiges Starterfeld gab es schon für Berlin-Hoppegarten. Das ist die deutsche Samstagsveranstaltung. Da haben wir uns die Wettchance des Tages herausgesucht, natürlich den Ausgleich 3 über 1600 Meter. Das wird das vierte Rennen sein in Hoppegarten um 16.50 Uhr. Viererwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung. Alex, grüß dich erstmal. Grüß dich, Stefan, unser Experte mit den hoffentlich richtigen Tipps. Ich habe mir Ratis Bona herausgesucht, die ist mir sofort ins Auge gesprungen. Hier das Höchstgewicht, 4 Kilo Erlaubnis bei Martin Seidel. Und sie war auch am Toto schon leicht favorisiert bei den Eröffnungskursen. Ja, zu Recht, denn Roland Duwasch, der ist ja sowieso Spezialist für Berlin-Hoppegarten. Also ein Pferd durchaus für die Viererwette. Ich habe mir die 7 rausgesucht. Keno, ja, der ist eigentlich in der Form seines Lebens, hat dieses Jahr nur gute Form gezeigt. Letztes Mal zweimal überlegen gewonnen. Philipp Minnerig wurde wieder verpflichtet. Ja, und die Ausgangslage mit 56 Kilo hat auch schon Ausgleich 3 gewonnen. Also bestens für dieses Pferd. Ja, Fischer Hill, den haben wir letztes Mal angesagt. Der war leider nur Sechster in der Viererwette von Claudia Barsig. Ja, und der muss jetzt eigentlich mal schon mehr zeigen. Hat sich davor mit Platzierung angedeutet. Ja, für einen Sieg muss es doch endlich mal reichen. Ja, also die 7 und die 9 sind eigentlich meine Stellpferde. Ja, die 10 letztes Mal zu hohen Odds gewonnen. Ganz überlegen in die Gerade gekommen. Kann auch reinlaufen. Die 8 auch frischer Sieger. Aber für mich sind die Pferde, die man stellen muss in der Viererwette, die 7 und die 9 und vielleicht die 1 auf 3 und 4. Keno und Fischer Hill, die 7 und die 9 für die Wettchance des Tages in Hoppegarten am Samstagnachmittag. Es wird das vierte Rennen sein, dort wie gesagt um 16.50 Uhr. Dann blicken wir nach Frankreich, dort ja zwei Top-Renntage an diesem Wochenende in Deauville. Am Samstag geht es noch ein bisschen ruhiger zu mit dem Prix de Calvados, einem Gruppe 3-Rennen, zweijährige Stuten über 1400 Meter. Und das ist für das ein oder andere Pferd das Ausweichrennen, die Ausweichmöglichkeit. Die nicht am Sonntag starten wollten im Prix Morny, gehen hier in dieses Rennen hinein. Gibt auch gute Gäste aus England mit französischen Reitern. Immer interessante Konstellationen, oder? Ja, allen voran die neuen Elusive Kate. Mhm. Ja, der hat letztes Mal in Neuville schon gewonnen mit Olivier Pellier. Also John Gosden, sein präferierter Reiter ist Olivier Pesley in Frankreich. Ja, und der hat auch super gewonnen. Also das Pferd sollte für mich auch in die Dreierwette laufen. Von den Engländern natürlich die 10 Switcher. Der steht schon länger in Deauville, das weiß ich. Der Descombe, der sucht sich seine Pferde ja ganz besonders gut aus. Hat ja den Prix Morny letztes Jahr gewonnen mit Dream Ahead. Also wenn er so zweijährige nach Frankreich schickt, ist er immer ganz gefährlich. Richard Kingscott letztes Mal, gestern auch Zweiter. Also er kann auch reiten. Dann noch die 1 Machora, Christoph Soumillon, Hamdam Al-Maktoum, der Besitzer. Ein Start, ein Sieg, also das Pferd wird auch kurz am Toto stehen. Nimue auch noch stark gewonnen in der Provinz in Vichy, aber mein Pferd ist eigentlich die 10 Elusive Kate, weil diese Kombination Pellier, Gosden, die funktioniert. Und für mich ist das Pferd der Sieger, vielleicht dahinter die 1 und die 10 Switcher für die gute Dreierwette. 8, 1 und 10 sollten sich notieren für Samstag für den Prix du Calvados. Es wird das dritte Rennen sein in Deauville. Und dieses Rennen sehen Sie auch bei uns im Livestream bei onex2.com. Dort ja alle Frankreich-Bilder in erstklassiger Qualität. So auch die Traber in Cagny-sur-Mer am Samstag. Das gab es lange nicht mehr. Traber als PMU-Veranstaltung dort im Süden. Und gleich ein schönes Rennen. Der Grand Prix de la Ville de Nice. Das wird sein das fünfte Rennen um 18.30 Uhr am Samstag. Die Veranstaltung beginnt um 16:30 Uhr. Und da laufen 9 Pferde um 70.000 Euro, 2.925 Meter im Bänderstart, alle gleich auf. Am Start unter anderem La Dani Bar, die Italienerin mit Markus Morgon. Das ist ja eine absolute Bahnspezialistin für Cagny-sur-Mer. Ja, ich war ja am Anfang des Jahres selber da in Cannes, habe das Pferd siegen sehen, habe auch Onyx Diem und Olga de Dudi gesehen. Ja, Onyx Diem, der hat jetzt zweimal gewonnen, auch in Cannes. Also die Form ist sehr gut, er nimmt auch die Eisen runter, der Raffaello. Der wird weit sein, Fabrice Achse, Trainerwechsel, da weiß ich auch nicht so, die letzten Formen waren nicht so gut. Wer Chris kennt natürlich die Bahn, auch guter Fahrer, muss man mal schauen, wie das Pferd sich anbietet. Aber Onyx Diem, der hat schon Form, La Dani Bar sowieso, Olga de Dudi auch stark gewonnen, die letzten Male. Pluto de Vivier mit Sorel auch gewonnen, der war ja im Stall von Thierry Duvalistan früher. Ja, Onyx Diem, als ich da war er noch nicht so gut. Da hat er auch gegen La Dani Bar deutlich verloren, aber die Form war ansteigend. Und ich meine auch, es ist wieder ein Duell La Dani Bar gegen Onyx Diem, weil Fabrice Achse, der hat mir noch gar nicht gefallen. Und das würde mich schon sehr wundern, wenn der nach vorne läuft.
der bei Jean-Michel Basir weg ist, der in den Süden gegangen ist vermutlich. Für den spricht aber Pierre Vercroussier als starker Fahrer natürlich. Also das wäre die interessante Alternative, Fabrice Ax, wenn er nochmal an alte Klasse anknüpft. Aber La Danibar und Onyx Dem, das sind die Pferde hier bei den Trabern in Cagnes-sur-Mer am Samstagnachmittag ab 16:30 Uhr. Und auch diese Veranstaltung natürlich im Livestream bei onyx2.com. Da laden wir Sie herzlich ein, natürlich auch zu wetten. Und freuen uns, wenn Sie auch am Sonntag wieder reinschauen zum Experten-Talk. Haben wir weitere interessante Rennen. Deauville natürlich mit Dabir Sim. Dann Düsseldorf und Hannover, glaube ich. Richtig, das sind unsere Rennen am Sonntag. Für heute verabschieden wir uns, drücken Ihnen die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. Danke auch. Und tschüss. Tschüss.